Hallo, Hüpfluch, begrüße ich euch. Oh, ich fliege ja. Zum fünften Part von Capture the Flag 5. Das bringt Glück, wie bereits am Ende des letzten Parts erwähnt. All diese fünf Folgen wurden übrigens direkt hintereinander aufgenommen, so ziemlich. Wir sind geschafft schon. Wir sind alle geschafft und hiernach machen wir erstmal Schluss für heute. Gut, dann kommt mal schön auf den Server. Hey. Abende. Und? Hallo? Anmelden, ja, eigentlich. Okay, so, was letzte Folge geschah? Nee. Ja, was letzte Folge geschah? Es gab sehr viel Rumpelpumpel. Ja, und ich muss gerade schauen, wie ich jetzt hier rauskomme. Das ist eine gute Frage. Vielleicht durch einen kleinen Hintergang. Ich hoffe, jetzt kommt hier keine Lava oder so. Hm. Das wär's noch, ne? Ich muss erstmal wieder mein Inventar richtig sortieren hier. So, das kommt hier hin, das kommt nach hier oben. Puh. Ja, lach du nur, du Hexe. Du hast mich fast umgebracht. Hey, ich hör's auch. Ich dachte gerade, du meintest Nein. mich! Ich meine schon eine. Ich denke schon gerade, hallo. Ich meinte schon eine Minecraft-Hexe. Lach du nur, du Hexe. Also. Ich meine, wir spielen zwar gegeneinander, aber das geht nicht ins Persönliche über, also keine Angst. Ja. Also, ach du Little Hex. Ich glaube, das wird der Folgentitel, ganz ehrlich. So, jetzt hau ich hier ab, tschüss. Oh nein, Skelette. Ich verstehe. Aber wie gesagt, ich werde, wie vor der Aufnahme gesagt, ich werde niemanden benachteiligen, da ich dich jetzt nochmal getrollt habe. Und das vorherige bei Raven Chief gegangen ist, glaube ich. Diese fangen bald zum Trolling versuchen von Raven überwachen. Und wo? Ja, ich bin immer noch. Ich sag das zwar die ganze Zeit, ich bin total geschafft. Ich höre jetzt mal auf zu sagen. Alles gut? Also es sind immer missglückte Versuche, muss ich ja, sagen. Ja, aber das heißt, du musst jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Lass mich nicht direkt wieder trollen. Bitte, weißt du, wie stark ich Simula im Vergleich getrollt habe? Ich habe bei ihm nicht nur so einen Creeper hingesetzt. Das ist doch nicht mein Pech. Du weißt gar nicht, was ich... Ein Versuch ist ein Versuch. Was ich hier alles schon durchgemacht nein, habe. Nein. So haben wir nicht gewettet. Ich würde, wenn ich dadurch sterbe, dann bist du dran. Das kommt wieder hier hin, das kommt auch wieder mit. Ja, nach ein paar Folgen kriegen einem, also zu mir zumindest die Kopfhörer, ich glaube, ich dabei habe ich schon so locker wie es geht. Lass mal meinen kleinen Kopf. Also nicht so locker. Ich finde das reicht jetzt. Also nicht so locker wie es geht, aber ein bisschen locker. Ich möchte jetzt nämlich wieder was Produktives machen. Mach ruhig was Produktives. Ja, damit ich dann irgendwie irgendwo reinfalle, ne? Wenn dann von hinten was kommt. Je produktiver, desto schwieriger für mich, dich zu trollen. Ne. Finde ich nicht. Du hast recht. Je produktiver, desto einfacher zu trollen. Weil komm, hier könnte ich eigentlich kaum. Eigentlich fast nur Sachen machen, die dich töten. Und das will ich nicht, dass du keine Möglichkeit hast, irgendwie im Tod hier. Oh, ist schon wieder Nacht. Och nö. Ich hasse es. Kannst du jetzt bitte mal aufhören? Ich werde weiter.
Oh. Nein. Komm jetzt hör auf. Trolling time is over. Was tippst du bitte? Ich hab nur was an meinen Zuschauer geschrieben. Achso. Warum schreibst du es nicht öffentlich in den Chat? Okay, das wäre auch sogar gar nicht so schlimm gewesen. Na, wobei. Vielleicht doch. Lass es lieber sein. Ja. Oder du willst das Raven gewinnen. Aha. Geräusche, ja. Geräusche über Geräusche, ich hab's. Ja, warte, ich nicht. Manchmal frage ich mich, was du so da redest. Okay. Es ist schon erstaunlich, wie fast schon lässig, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das sorgenfrei Simoir durch die Höhlen läuft. Nicht entdeckt wurde und Raven ganz, ganz vorsichtig. Er sagt, dass er nicht entdeckt wurde. Jetzt hast du mir Angst. Och, ich meine, Angst machen, ja, aber es heißt ja trotzdem noch nichts. Noch nicht, dass du entdeckt wurdest. Nee, aber... Vielleicht ja schon. Heißt doch nicht, dass ich nicht entdeckt wurde. Das ist es. Wisst ihr, was wir lange nicht mehr hatten? Am See, da ist was ganz Besonderes. Abgesehen davon hatten wir auch etwas länger nicht mehr. Und das sind unsere ganz, ganz geliebten Naturkatastrophen. Nein. Oh doch. Bitte nicht. Wir mal. Oh. Okay, das muss unterbrochen werden. Ich weiß nicht mal, wo Simon gestorben ist. Ich kann vermuten. So, mal eine kurze Fun-Frage. Nein, nicht. Also Fun, aus Spaß eine Frage sozusagen. Nicht Fun. Ich weiß gar nicht, was du sagst. Wie viele Items gehen bei einer Explosion durch einen Creeper verloren, wenn man quasi durch ihn stirbt? Eigentlich sollten keine verloren gehen, wenn kein zweiter Creeper dieser explodieren lässt. Was hab ich denn für eine scheiße Orientierung? Sorry für das Wort, aber. Simoir! Dafür bekommt ihr also definitiv eine Bestrafung. Eine Naturkatastrophe. Ich kann mit der Naturkatastrophe ja leider nicht nur den armen Simoir bösen Simoir bestrafen. Also ein bisschen Blitzerei. Aber lass es diesmal bitte bei einer. Und. Wieder fünf auf einmal. Blitzsturm natürlich und dazu noch. Nein. Das war's. Das hier, das klingt doch ganz schön. Ich glaube auch einfach nur schlecht, um ehrlich zu sein. Ich war einfach nur schlecht gerade. Warum ich gestorben bin? Ich war einfach nur schlecht. Ich war einfach schlecht, Mann. Ach Mist, Scheiße. Okay. Hey, jetzt hast du ein Mini. Och, ein ganz kleines. Hey, ich bin noch ganz im Wasser. Ich bin noch ganz im Wasser. Was ist denn hier los? Nur wenn ich in der Nähe von Wasser bin, reicht das schon oder was?
Ja, wenn du knapp über die Grenze trittst, stehst du da mit dem Kopf auf dem Wasser. Ich bin gerade den Strand entlang gegangen. Und zwar ein bisschen weiter weg. Okay. Ich meine, es macht zwar von den Commands her keinen Sinn, aber von Sinn her Sinn. Bitte. Man sollte geblitztes Wasser nicht mal zu nahe kommen. Also. Ich will meine Items wieder. Die sind, ich schwöre, die sind gleich weg, wenn es so weitergeht hier. Ja. Das wäre wirklich eine Schande. Naja, zum Glück habe ich auch eben gelernt und. Also Orientierung hatte ich nicht erweitert, aber dass ich ein paar Sachen gelegt habe. Trotzdem will ich meine anderen Items auch wieder haben. Hätte mich auch gewundert, wenn ich deine Truhe meine Truhe bekommt. Die war doch nicht. Was war denn hier drin? Liebe Koordinaten. Ja, ach so. Ja, verdammt. Das ist natürlich unpraktisch für dich. Bringt nicht viel, das stimmt. Diese Items bringen nur in Kombination mit einem anderen Item, das ich hier finde, mit dem Kuhn kombinieren und gut finden. Und leider ist die Truhe bereits geleert. Kann ich mir denken. Ich kann mir denken, welches andere Item das ist. Kannst du das? Mehr war. Ja. Ich sehe dich, glaube ich, nicht mehr wieder. Ach, Remo, du bist gerade langweilig. Ich wechsle zu. Darf ich eigentlich mittlerweile wieder ins Wasser gehen? Darf ich? Nein, ich will es nicht ausprobieren. Ich will es aber wissen. Ja, dann ich kann sein, dass du dir da drauf sein lässt. Nächstes kommt man in der Lava, kann schon. Huch! Durch Zufall habe ich gerade deine Items gefunden, Junge. Oh ja, wäre wirklich schade, wenn die weg wären. Das wäre grauenvoll. Aber ich weiß nicht, wie ich da lebend hin und wieder rauskommen soll. Oh! Ich hab den gerade live gesehen, wie die spawnen. Wirklich? Der Fall? Oder ist es nicht der Fall? Bitte nicht. Habe ich gerade ein Pferdchen gemacht mit deinem Gespawnten-Item? Oder sind sie in der Tat die X-Factor, ist diese Geschichte wahr oder ist die frei erfunden? Ja, Sigurd. Ich kann es dir nicht verraten, ob es der Fall ist. Ich bin hier übrigens gestorben. Dann könntest du vielleicht eine Suche ersparen oder aufbringen. Weil das einen Vor- oder Nachteil bringen würde. Nur für dich Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin, aber ich meine. Ich glaube. Scheiße, was ist denn hier los? Nein. Simua, achte etwas auf deine Bordwand. Okay, sorry. Ich glaube, ich kann meine Items vergessen. Willst du wissen, ob sie gespawnt sind oder nicht? Ja. Das kostet dich was. Ja, okay, dann will ich gar nicht wissen. Dann ist okay, dann darf ich. Okay, ich bin so schlecht. Du willst es also nicht wissen, ob du deine wertvollen Items vielleicht noch retten könntest. Ja, jetzt habe ich sie eh aufgegeben. Sicher, dass du. Was wäre der Preis? Darf ich dir vorher erfahren? Der Preis. Der. Den willst du wissen? Ja. Woher? Ja. Wenn ich darf. Ja. Okay. Du müsstest.
Du müsstest. Oh, Skelette, jetzt hört mal auf hier. Sag schon. Du müsstest. Ja. Aus deiner Truhe. Beeil dich, wenn sie noch da sind, dann will ich wissen, bevor die weg sind. Die vorletzte Reihe abgeben. Ich weiß nicht, was überhaupt ist. Die vorletzte Zeile und lass nichts in der Reihenfolge. Moment, ich muss mal kurz gucken. Jede Sekunde. Nein, mehr. Ich lasse es. Ich lasse es. Ich sag's dir trotzdem, sie sind die Spawn. Ey, das ist hier. Los, meine Güte. Weise Entscheidung, Schimmer. Weise Entscheidung, nur nichts für dich. Jetzt hätte ich hier noch mehr direkt verloren. Ja. Okay, jetzt muss ich überlegen. Ich muss mich schnell wieder aufraffen, weil jetzt. Ist ja klar, dass ich nichts habe momentan. Ja, Gott, ich bin müde. Ja. Ist mal wieder so gar nichts los. Zeit für eine neue Teil. Nee, es ist ganz viel los. Bonus-Teil! Ja, okay. Es ist gar nichts los. Was könnte ich denn an irgendjemanden geben? Hätte nichts was einem töten. Wäre es ja keine Bonus-Teil, dann wäre es ja wieder Full-Time. Ich fühle mich ein bisschen gestalkt. Warum? Meine Güte, ich habe dreimal das zweite Item, das ich vergeben habe, dreimal an mich selbst gegeben. Läuft ja wirklich nicht allzu gut bei dir, Raven. Wie immer, ne? Ich weiß so langsam nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe schon die ganze Zeit, laufe ich hier sinnlos in der Gegend. Richtig nervig. Hat mich so gefreut auf die Folge. Und ich hätte gedacht, dass es so lange gebraucht. Also ich hätte gedacht, ich wäre schon lange tot. Nein. Okay. Okay. Junge! Das war grad so. Junge! Okay. Das ist nicht dein Ernst. Das war grad so. Oh. Mein Herz. Ich meine, ich hab nicht gekämpft.
Alter. Wer hast du mich gefunden eigentlich? Ich glaube, das ist so eindeutig. Aber ich glaube nicht, dass du mir was erzählen möchtest, wenn du es nicht weißt. Ich glaube, es wird Zeit, auf der Command-Insel mal wieder was zu machen. Ja, aber dann denke ich mal, mit diesem aufregenden Kämpfchen zum Schluss beenden wir diesen und ich bedanke mich herzlichst bei allen, die es bis zur Folge 5 durchgehalten haben, wo endlich mal richtig was passiert ist und auch erst gegen Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß bereitet, auch generell das Projekt anzusehen bisher. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, zum 6. Part von Captures and Black 5. Tschüss. Wie ich bereits im letzten Part sagte, es wird Glück für jemanden bringen, 5. Part. Ja. Na gut. Tschüss. Tschüss.